Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 und mit der geilen Alter-IS-Rüstung hier, die wir jetzt haben. Rennen wir jetzt erstmal zum Schmied, der sich nicht da befindet. Falsche Seite. Hier haben wir auch schon alle Codex-Seiten zusammen. Geht ganz schön schnell. Wir brauchen jetzt nur noch vier. Fünf Codex-Seiten, glaube ich, oder? Ja, könnte hinkommen, ja. Fünf. Cool. So, wir begeben uns als erstes erstmal zu den Schmied. Mal gucken, was der da so Schönes hat für ein Schwert. Wegen jetzt haben wir auch eine schöne Rüstung, eine geile Rüstung. Und Es jetzt fehlt klingt auch wieder. nur noch ein geiles Ja, komm. Schwert. Was hast du denn zum Angebot hier? Waffen. Guckt es euch an. Alter, ihr Schwert. Das Geld haben wir. Schaden plus 2. Schutz plus 2. Also ich würde mal sagen, wir kaufen das Schwert einfach mal. Ich meine, das ist ja, ist auf jeden Fall das beste Schwert und so. Und kaufen. Jawohl. So, wir haben immer noch ein bisschen Geld. Durch jede Rüstung, die wir kaufen, durch jede Waffe und so, kriegen wir Montrigionis Wert wieder gesteigert. Also. Sogar das Giovanna ist sogar schlechter als alter ihres Schwert. Also die ganzen Streitkolben, wie man sieht, ist schlechter. Nicht irgendwas hier, was besser ist. Das ist doch geil. So kleine Waffen können wir auch mal kurz kaufen hier. Das ist schon mal sehr geil. Schutz minus 1, ist egal. Ist hier vielleicht noch was Tolles? Ne. Dann kaufen wir uns hier die gekerbte Ochsenzunge. Yep. So. Ein geiler Dolch. Und Munition vielleicht auch noch. Messer. Na klar doch. Ja, Rauchbomben. Auch noch ein bisschen. Das Geld haben Nun, euer wir. Geld ist Ja, so haben viel es ja. wert wie Jo. jedes andere. Und mal gucken, wie viel jetzt hier Montrigionis Wert Komm, steigt. Freunde, Guckt ihr es habt euch doch an. nicht immer Wegen recht. Alter, Vor ihr allem, wenn Schwert ihr sich und von wegen mir den leiten Dolch. lässt. Nice. Beutel. Messergürtel. Oder mittleres Giftfläschchen hier. Ne, komm, Messergürtel hier kaufen. Den auch hier. Und dann noch dieses Gifttäschchen. So, damit hätten wir schon mal das alles leer gekauft. Und ich zeige euch jetzt zum Beispiel, ich will jetzt Assassin Weiß haben zum Beispiel. Aber ich kann jetzt nicht mehr Eine die schmiede Kleidung mal, färben, dann auf wie man Weiß. sieht. Siehst du? Geht nicht. Für die Leute, die sagen, aber das geht auch bestimmt. Irgendwie. Nein, es Qualität geht und nicht Qualität mehr. Was ich auch toll finde, weil der. Die Rüstung sieht einfach der Hammer aus. Aber nächstes Moment, Mal da sicher. wollte ich gerade gar nicht hin. Ich will kurz zum Moment. Arzt. Nochmal hier Apothekenbedarf. Nämlich Gifte hier kaufen. Und dann nochmal zum Schmied Bisschen rennen. Erholung und alles sollte Die wieder gut Wurfmesser sein. kaufen. Und mit dem restlichen Geld, das wir noch Hey, haben, edle Preise für. kaufen wir uns noch paar Schatzkarten, Gemälde und alles Mögliche drum und dran. Weil das ja auch Verzeiht, ich hätte nicht Montrigionis gedacht, dass Wert Sie genug Geld steigt. haben. Seid Damit. nicht scheu. So, jetzt nochmal hier zu diesem Typi hier. Schatzkarten können wir auch hier kaufen. Ja, Montrigionis Schatzkarte. Nee. Nee, wir kaufen uns hier ein paar Gemälde. Hier, Dame mit den Helm. Hermelin? Hermelin. Hermelin. Haha, Hermelin. Okay. Gut, jetzt hier noch Sankt Kyrios Gorgonos irgendwas. Hilfe. Kaufen wir uns auf jeden Fall hier. Montrigionis Wert hier steigen. Der HL Franzigus in. Was steht da? Exgade? Exgase. Ekstase. Ekstase. Ach, der ist in Ekstase, Mensch. Der alte gute Herr. Kaufen wir, kaufen wir. Kaufen wir alle Tier. Idealstadt. Ach, sieht ja geil aus, das Gemälde. Ja, kaufen wir uns natürlich auch. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Super. Jetzt Ein sind Vergnügen. wir arm. Jetzt Kommt sind wir bald richtig wieder. arm. Aber auf jeden Fall, brauchen wir jetzt gar keine Probleme mehr. Oh, jetzt können wir gar nicht reisen, weil ich das ganze Geld ausgegeben habe, bestimmt, oder? Wir können nicht mehr reisen. Hahaha, fail. Haha, geil. Jahrhundert. Ah, leck mich fett, ey. Oh, toll. Wie viel kostet nochmal die Schatzkarte? Die kam, glaube ich, 10, ne? Weißt du was? Für was haben wir denn hier Taschendiebstahl? Wir haben es ja nicht umsonst. Kommt, Freunde. Oh, hier noch ein Was auch bisschen. immer euer Künstler hier Oh. pflegt, ich habe Oh, sie es. geben nicht so wirklich viel Geld, Zurzeit oder? haben wir eine Sag mal, besondere die Diebe kann ich hier gar nicht Kollektion. beklauen. Er ist hier! Was? Habt Gnade mit dieser Was? armseligen
klang gerade wie eine Wache. Hol dich auch nochmal. Ich mag etwas unaufgeräumtes. Na komm, ich will dich beklauen, alte Oma. Na klar, noch die Kurtisane, die hat auf. Hannibal? Boah, ey. Komm, gib mir Geld. Die Kurtisanen geben mir auch kein Geld, nur die normalen Bürger hier. Was soll denn das? Ja, jetzt, was machst du denn da? So, 100 sollten reichen für die Reise. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Boah, sehr ruhig. Okay, du willst kämpfen, Okay. So, Kopfnuss. Und dann nochmal eine mal in die Eier oder so. So, ich hoffe, 100 Florinen reichen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so wirklich, wo wir hin müssen. Wo waren wir denn nochmal? Venedig? Nee. Moment, ich guck mal. Venedig, Florenz. Florenz? Ja klar, Florenz. Nach Florenz müssen wir. Genau, ja. Nee. Hä? Ah, Venedig. Doch, glaube ich schon. Ne? Da ist dieses... Ja, müsste sein Venedig. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, das ist natürlich dann ein bisschen scheiße. So, ich werde dann auf jeden Fall, wenn es richtig ist, noch eine Mission dranhängen. Ja. Mensch, wir sind bei 6 Minuten und haben eigentlich gar nicht so wirklich geschafft. Ja, nur ein bisschen Schwert gekauft und das war's. Ja, wir sind richtig. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Und das ist nicht sehr, sehr gut, weil die nächste Mission befindet sich schon ein bisschen weit weg. Schade, schade, schade. Naja, was soll's. Denn rennen wir eben schnell dahin mit Alter Iris Rüstung. Geil. Ich schwöre, ich will euch nichts mehr. Warte mal kurz. Wo sind wir gerade nochmal? Venedig, ne? Ja, Venedig. So, dann gehe ich kurz Inventar. Monturen. Medici-Umhang. Der ist doch für Venedig, oder? War der für Venedig? Ah, Florenz. Ah, okay, okay. Florenz war der. Ja, stimmt, ja. Gut, dann lasse ich auf jeden Fall den Umhang anlegen. Der sieht auf jeden Fall stylischer aus. Der passt auch perfekt zu der Rüstung. Alles so schön in schwarz. Das sieht ein bisschen scheiße aus, wenn der Umhang rot ist und alles so rot. Ey, das ist die Rüstung. Guckt es euch an. Die Rüstung sieht so geil aus, ey. Mein lieber Scholli. Herold, du alte Kacksau. Kann ich nicht, weil kein Geld. Schade. Naja, was soll's. Die Wachen wollen eh nichts von mir. Du hast hier nichts zu schaffen. Ja, bin ja schon weg. Du sollst dich töten. Folgen wir dem Herrn. So, jetzt fragen sich sicher welche. Ja. Siro, du hast jetzt das beste Schwert. Du hast es den besten Deutsch, glaube ich jedenfalls. Oh, geil, Geld. Du hast das beste. Du hast den besten Deutsch, glaube ich jedenfalls. Du hast das beste Schwert auf jeden Fall. Du hast die beste Rüstung auf jeden Fall. Was willst du jetzt noch kaufen? Ja, ich werde mir auf jeden Fall die ganzen Rüstungen trotzdem kaufen und alles mögliche, wegen dadurch steigt immer wieder Montrigionis Wert und dadurch kriegen wir ja immer mehr Geld. Denn ich bin geldgeil. Ich geldgeiler Sack. Haha, ich habe Alter Iris Rüstung. Keiner kann mir was anhaben. Haha. Alter Iris Rüstung ist mit deinem Blut befleckt. Runter mit dir. Oder auch nicht. Und jetzt waschen wir sie erstmal. Die tolle Alter Iris Rüstung. Halleluja. So, ich hoffe mal, ich krieg das noch hin, eine Mission zu machen. Wir sind gleich schon bei 8 Minuten. Beziehungsweise schon 8 Minuten, gleich 9 Minuten besser gesagt. Moment, ich habe was glitzern gehört. Moment. Keiner verlässt den Raum. Hier ist eine Kiste oder so. Da. So, Doppelkill, komm. Doppelkill. Leider zensiert durch diese tolle Mauer. So. Boah, wie viel Geld da drin war. What the fuck? Was war das für ein Sprung? Auch gut. Merda. Ich habe nicht vor zu sterben. Ah, doch, du hast vor zu sterben, Kollege. Doch, doch, doch. Ach Mann, ey. Wegen Bekanntheitsgrad und so habe ich den gekillt. So. Lagt euch etwas, Freund? Jetzt da lang? Ey, schaffen wir niemals noch eine Mission. Nee, ich werde dann vor das Ausrufezeichen, so leid es mir auch tut, werde ich den Part beenden, wegen ich habe nämlich keinen Bock, so wirklich den Part über 15 Minuten oder so zu laufen zu lassen, wegen ich weiß ja nicht, wie lang die Mission ist. Und ich wette, die Mission ist lang. So, also heißt so viel wie, ich werde hier den Part beenden und dann sehen wir uns genau da wieder. Dann bye bye und tschüss und tüdelü.